Herzlich willkommen bei Major Dom's Barbecue. Heute gibt es mal wieder Burger. Und zwar schnell gemacht Chili Cheese und MC Rib. Wie wir das machen und was ich mit schnell meine, das seht ihr jetzt. Was ist mit schnell gemeint? Damit meine ich heute ganz bewusst, werden heute einige fertige Produkte verwendet, die aber aus meiner Sicht nicht minder schlecht sind und es einfach das Szenario ist, wenn es mal schnell gehen muss. Wir machen oft auch Sachen, wo wir so gut wie alles selber machen. Das braucht auch Zeit. Dann kommt auch manchmal das Feedback, sehr schön, werde ich aber nie nachmachen, ist mir zu aufwendig. Und heute machen wir mal eine schnelle Variante mit Produkten, die ich euch einfach von mir aus auch zeigen möchte. Und das sieht wie folgt aus. Die typischen Zutaten heute, wie eben erwähnt, es geht um einen Chili Cheese Burger und einen MC Rib. Demnach haben wir natürlich ein bisschen Ketchup, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, das seht ihr selbst. Entscheidend heute die Patties. Bezug auf schnell. Bestellt ihr euch schnell im Internet, packt ihr dann schnell ins Tiefkühlfach und habt sie schnell greifbar. Diese Patties sind von gourmetfleisch.de. Ist tatsächlich zufälligerweise bei uns aus der Region, bei mir um die Ecke, München-Gladbach ansässig. Und wir haben einmal heute einen Simmentaler Beef Burger. Natürlich für den Chili Cheese. Und hier für den MC Rib. Ich sage extra die ganze Zeit MC, ihr wisst, was gemeint ist. Natürlich ganz wichtig, da ist das Patty muss auf Schweinebasis sein. Und gourmetfleisch.de hat tatsächlich einen Schweinefleisch-Patty im Angebot. Ist sogar Porco Iberico Burger. Also 100% besser und leckerer schon mal als bei besagter Kette. Und als nächstes brauchen wir natürlich Buns. Die habe ich diesmal von den lieben Kollegen von Burger Buns Bakery. Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr da hier so einen schönen Karton. Und das kommt dann so an. Können wir kurz Sneak Peek machen. Ja, ich habe noch was anderes dabei. Das zeige ich euch später. Und das ist von denen der Classic Burger Bun mit Sesamtopping. Zu denen ist eigentlich jetzt nur zu sagen, ist tatsächlich noch traditioneller Familienbetrieb, der sich aber dem Onlinehandel geöffnet hat. Kommt aus der Region Hannover. Und was noch am wichtigsten ist für euch, die versenden taggleich, wo gebacken wurde. Also wenn die zu euch ankommen, die Pakete, in der Regel sind die dann einen Tag alt. Wenn es schlecht läuft mit dem Versand, das passiert aber nur bei 0,5% der Fälle, kommt es an Tag 2 an. Und wenn das bei euch ankommt, ist das noch 5 Tage so direkt verarbeitbar. Wenn ihr direkt wisst, ich habe jetzt 4 Burger, die will ich jetzt direkt machen, der Rest ist für die der Bestellung ist für später, direkt ins Eisfach schmeißen, könnt ihr wunderbar wieder auftauen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal langsam an, hier auch mal was zuzubereiten. Fangen wir an, schon mal den Bacon zu präparieren für den Chili Cheeseburger. Dafür den Bacon auf ein feuerfestes Gefäß legen. Also jetzt nach meiner Interpretation, ihr könnt den Bacon natürlich auch so einfach direkt auf die Plancha legen oder wie auch immer ihr euch den anknuspern wollt. Wir werden den aber hier heute rubben. Ich rub den passend zu. Chili Cheese ist ja was mit Pep. Habe ich hier jetzt einen Rub angemischt, der ein bisschen feurig ist, plus Paprikapulver geräuchert. Dann wird der Bacon echt einfach nur auf einer Seite schön trocken gerubbt. Und dann stellen wir das Ganze mit auf den Grill. Oder je nachdem, wie ihr das nachmacht, in den Backofen rein und geben dem Zunder. Auf dem Grill natürlich indirekt. Das ist immer circa 10 Minuten bei Garraumtemperatur um die 200 Grad, also ab 180 Grad. Circa 10 Minuten. Variiert natürlich vom Gerät. Immer mal schauen, dass ihr euch nicht verbrennt. So reicht das jetzt natürlich, weil der Bacon löst sich nicht auf. Das Fett vom Bacon schmilzt. Dann ist hier genug Flüssigkeit, die sich mit dem Rub verbindet. Werdet ihr gleich im Ergebnis sehen. Das stelle ich mal eben runter. Und dann machen wir direkt mit der Zwiebel weiter. Ja, ich zeige euch gar nicht mehr so viel Schnibbels,
arbeiten. Aber jetzt die Zwiebeln, die sind übrigens gleich für den McRib. Ist das nochmal ganz interessant zu gucken, weil ich mache mir die Zwiebeln da immer ganz besonders. Und zwar will ich da keine Ringe drauf sehen, sondern ich nenne das mal Zwiebelfilet. Und zwar schauen wir uns hier mal kurz rein. So, da nehme ich jetzt schon mal per se das ganz kleine Element in der Mitte raus. Keine Angst, es wird nicht verschwendet. Der Rest der Zwiebel wird auch noch verwendet. Aber dann nehme ich nur diesen mittleren Ring der Zwiebel und schneide jetzt so runter. Dann habe ich so richtig schöne, gleich große, ja, quasi Zwiebelsticks. Und die, finde ich, gehören einfach auf diesen Rib-Burger. Auf jeden Fall roh lassen. Also wir machen jetzt so mit den Zwiebeln nichts mehr. Ist halt auch ein Merkmal dieses Burgers. Und das ist es dann auch schon. Also als erstes bauen wir unseren Rib-Burger. Dafür nehmen wir jetzt natürlich unser Iberico-Patty. Nochmal ein bisschen Salz schon mal drauf. Und mit zum Grill nehmen wir, passt auf, das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr diesen Rib-Burger in unserem schnellen Verfahren super hinbekommt. Aus Überzeugung. Von den Sizzle Brothers, die Burger Ribs Barbecue Sauce. Das ist die Geheimwaffe dafür. Es gibt sehr, sehr gute MC Rib Videos, sei es von tobiasgrill.de. Oder was ich vor kurzem gesehen hatte, richtig, richtig aufwendig, umso besser, von den Barbecue Pyro Friends. Schöne Grüße an Koti und Michel. Die haben einen fabelhaften McRib gemacht, wo tatsächlich erst noch Rippchen gesmoked wurden. Die wurden in die Hackfleischmasse mitverarbeitet. Super Video, unbedingt mal vorbeischauen. Das ist heute die schnelle Variante. Und deshalb braucht ihr diese Geheimwaffe von den Sizzle Brothers. Ihr nehmt die Soße so, wie sie ist. Da müsst ihr nichts dran machen. Dürft ihr auch nicht. Und packt die auch in so ein feuerfestes Gefäß. Wir machen jetzt nur ein Patty, dann reicht das. Und geben das jetzt mit auf den Grill. So. Haben wir schon mal unseren Bacon, hallo. Hier seht ihr übrigens, wie gut das funktioniert. Jetzt mit dem Eigenfett, was auslöst. Die Soße stellen wir jetzt auch hier einfach indirekt bei. So. Und das braten wir uns jetzt mal kurz durch. Unser Beef Patty für den Chili Cheeseburger gleich bannen wir natürlich gleich. Also, rauf hier. Schon mal die Seite, die wir als erstes drauflegen, salzen. Dann gleich beim Flippen auch nochmal salzen. Gehen wir mal rüber. Hier hört ihr es schon brutzeln. Unser Schweinchen. Oh, sieht gut aus. Guck mal, die haben eine richtig schöne Stärke. Hier seht ihr die Buns. Habe ich aufgeschnitten. Einfach mit drüber gelegt. Das macht ihr nur so 2 Minütchen, damit die ein bisschen Farbe kriegen. Den nehmen wir jetzt direkt mit runter. Unser Bacon. Auch schon gut aus. Den können wir noch ein bisschen liegen lassen, aber ich will den gar nicht so hardcore knusprig haben. Hauptsache, der ist schön ausgelassen. Machen wir hier einmal unser Patty-Tausch. Ein paar Sekündchen Öl erhitzen. Geht aber schnell bei der Hitze. Wie gesagt, hier haben wir Salz drauf gemacht. Starten wir mit der Seite. Damit man es dann nicht vergisst, jetzt schon mal die andere Seite auch kurz salzen. Und dann gehen wir mit unserem Schweinchen und den Burger Buns schon mal rüber. Vorm Anrichten oder Zusammenbauen des Burgers noch ein wichtiges Detail bei den Buns.
Für unseren Beef-Kollegen schieben wir mal kurz was nach hinten. Brauchen wir ganz kurz hier die Fläche. Ihr nehmt bei diesen Buns, ich meine, das könnt ihr auch generell machen, aber es ist hier ausdrücklich auch empfohlen, einen guten Stich Butter. Und dann wird die Innenseite nochmal schön drin angefeuert. Echt nur ganz kurz, Butter verbrennt schnell, müsst ihr aufpassen. Und dann gehen wir auch schon rüber zum Anrichten. Die Soße war echt einfach nur auf dem Grill, um warm zu werden, um unser Patty jetzt nicht abzukühlen. Sonst ist da wie gesagt nichts mit passiert. Patty schön hier reinlegen. Könnte ich auch mit einem Pinsel arbeiten. Mache ich auch, weil es heiß. Oh. So. Schön einpinseln. Also das ist ja auch ausschlaggebend für diesen Burger. Das komplette Patty ist quasi in dieser Soße eingetunkt. Ist schön draufgelegt, umhergepinselt. So, dann unser buttergetränkter Bun. Und hier passiert jetzt quasi auch nichts mit. Außer, dass wir den jetzt hier drauflegen. Nach Belieben nochmal Soße nutzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Plus hilft uns, dass Zwiebeln und Gürkchen, ja, die Gürkchen habe ich euch jetzt eben nicht gezeigt beim Schneiden, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Außer, wie ihr sehen könnt, ich schneide die immer so länglich, ne? Statt so kleine Würfelchen, hat man mehr von. So, Zwiebeln, roh, ordentlich. Muss einfach. Gürkchen bin ich eigentlich immer sparsam beim Burger, bei diesem Burger nicht. Ihr seht schon, für den Chili Cheese lasse ich mir nur so drei kleine über, hier kommt der Rest drauf. Deckel drauf. Und erstes Anrichten könnte man schon machen. Für unseren Chili Cheese Burger hier jetzt noch, wieso schnelle Variante? Ich habe sogar unter meinen Schnellschüssen, habe ich ein Video, wie wir unseren eigenen Chili Cheese machen. Dauert natürlich ein bisschen und meistens, wenn man gerade drauf Bock hat, hat man ihn natürlich nicht vorbereitet. Und hier gibt es auch eine Variante, die nicht eine richtige Soße ist und deshalb finde ich sie so interessant und sehe sie auch als Alternative, als schnelle Hilfe für diesen Fall. Chili Cheese Soße, auch von den Sizzle Brothers im Shop erhältlich, aber wie ihr sehen könnt, deshalb war ich da so spärlich mit Soße, das ist schon eher eine Creme. Und die, ich schmeiß mir jetzt auch einfach nochmal kurz indirekt mit auf den Grill, nur damit sie warm wird, sonst müsst ihr damit auch nichts machen, meiner Meinung nach. Und dann können wir schon anfangen, den zweiten Burger zu bauen. Wie gesagt, hier einfach hinstellen. Dann holen wir jetzt Fleisch und Bacon ab. Fleisch, wie ihr sehen könnt, habe ich in der Zwischenzeit einmal hochgelegt, damit uns das jetzt nicht zu trocken wird in der Bauphase von dem Rib-Burger. Kann ich eigentlich auch hier direkt mit drauflegen. Und rüber. Unser Chili-Cheese-Setup. Das hier meinte ich eben mit bei Butter mal aufpassen. Das ist aber, das ist noch in der Norm. Das ist, da sagt man immer nussig zu. Ist wirklich noch okay. Aber es geht wirklich rasant schnell. Wir starten unten mit einem Tomatenketchup. In diesen Tomatenketchup schmeiße ich jetzt auch noch die paar Zwiebelchen in roh. Das ist natürlich eure Sache. Es hat dann so ein bisschen Royal-Flavor. Könnt das natürlich auch ohne Zwiebeln machen. Ich hatte es jetzt sowieso da.
Die Gürkchen lege ich auch jetzt hier schon hin, weil ich oben gleich wirklich nur die Käse-Experience haben möchte. Apropos Käse, ihr wisst, ich mische immer gerne Cheddar mit Gouda. Den lege ich jetzt auch schon hier mit hin, weil das Fleisch jetzt hier drauf kommt. So, beim Beef Patty mache ich dann immer gern noch mal ein bisschen Pfeffer drauf. Das habe ich bei dem Rib nicht gemacht. So. Das ist heiß. So, jetzt kommt das flüssige Gold so schön rüber. Das hat eine richtig schöne Haptik noch. Also aus meiner Sicht, das ist jetzt keine normale Soße. Und deshalb finde ich das echt interessant und möchte es euch zeigen, auch wenn es heute mal nicht selbst gemacht ist. Und nein, ich habe weder Stand heute einen Deal mit den Sizzle Brothers noch mit Bäckerbahn. Das ist einfach nur nach meinem Gusto. So, unser Bacon. Guck mal, schön. Schön, schön, schön. Ich würde sagen, anrichten. Darf ich vorstellen? Unser Ruckzuckergebnis zum Thema Ribburger, schön mit Zwiebelchen, Gürkchen und unserem Chili Cheeseburger. Boah, ist das nicht wie gemalt? Chili Cheese mit Bacon natürlich. Über die Konstellation habe ich euch genug erzählt. Jetzt zählt nur noch der Geschmackstest. Wir fangen an mit Rippchen. Der war nämlich zuerst fertig. Ein Schlabbertuch schon mal vorbereiten. Entschuldigt mich. So muss das aussehen. Boah. Ich sag's euch. Nicht 100%. Weil aufgrund des Patties und des Buns sowieso besser. Und ganz wichtig, ihr dürft die Gürkchen nicht vergessen. Die gehören einfach dazu. War super. Und jetzt zum käsigen Teil. Oh. Ich opfer mich. Käselover. War ja spannend. Ist alles gesagt. Die Soßen. Und Simmentaler Beef. War grandios. Freunde, ich habe im Vorhinein alles zu dem heutigen Thema gesagt. Burger generell war mal wieder an der Reihe. Es hat sich mega gelohnt. Macht es nach, heute wirklich einfach nachzumachen. Das war das Ziel heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video, auch als ambitionierter Barbecue-ianer. Und sonst seht jetzt wie immer: liken, teilen, kommentieren. Und mit dem Abo helft ihr mir am meisten. In diesem Sinne, euer Major. Ciao.